einen gespenstig guten Tag gewünscht. Hier kommt ein weiterer Part Yo-Kai Watch 1 für die Switch. Im letzten Part haben wir das endlose Inferno abgeschlossen, also sogar Avocalypso besiegt. Respekt, ne? Respekt, wer es selber macht. Ging einfach klatsch, 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 ne? Sowohl die Bosse haben wir geklatscht, als auch von euch gab es eine Menge Applaus für diese Leistung. Für meine Yokai. Jetzt kümmern wir uns um die wirklich wichtigen Sachen im Leben, nämlich Disco Dieter. Wir haben all unsere Yokai längst über Level 50 und auch genug Tanzsternchen, dass ich die jetzt mal weiter dort ausgeben möchte. In einem früheren Part haben wir uns ja bereits darum gekümmert. Ja, auf jeden Fall Dandakel, ne? Der hatte noch nichts. Pose 1. Also, bezahl mal alles. Da geht es ja um die Siegesposen, wenn ein Kampf abgeschlossen wurde. Pose 2 ist auch okay. Dann möchte ich Pose 3 mir anschauen. Da läuft einfach ein bisschen rum. Auf zwei Beinen. Ja, ja, Mensch. Und für 5 Tanzsternchen gibt es... Ja, das sieht fast schon ein bisschen erschöpft aus. Aber er lässt so seine... Ja, komm, nehmen wir Pose 4. Also ich muss die ja nochmal separat auswählen. Ich schalte die ja nur frei oder so. Habe ich denn bei dir alles, Zangenzahn? Hier fehlt auch noch Pose 4. Feiern wir die? Ich weiß es nicht. Feiern wir Pose 4? Kryo, hast du alles? Nee, auch Pose 4. Ach, das finde ich nicht gut. Also wenn er sich einfach den Rücken zudreht, so nach dem Motto, ich bin was Besseres... Das finde ich optisch nicht so schön. Und Gilgaros, dem fehlt noch vieles. Nimm mal die. Ich weiß es nicht genau, was er da tut, soll aber kraftvoll wirken. Na gut, dann jetzt kann ich mir das noch leisten. Und jetzt wieder zum Baseballschlagen ausholen. Guck mal, ich habe nicht mal genug Tanzsternchen, um wirklich alles zu kaufen. Das ist ja beschämend. Tut mir leid. Das ist aber auch, weil ich... Das ist aber auch, weil ich... Muss ich das jetzt auch so auswählen? Also ich meine, ich habe es ja nicht ausgewählt im Endeffekt. Ich schau mal ganz kurz. Ein bisschen gegen Infos. Oh Gott, Leute, wie hat man das immer ausgewählt? Auch bei ihm, ne? Im Endeffekt. Besitz auswählen. Jetzt sagen will Dandakel. Welche Pose soll das sein? Pose 4. Nutze sie, wann immer du möchtest. Hauptsache, wir haben es mal ausgegeben. So, und um was wir uns heute auch kümmern wollen, die wollen ja noch ein Yokai haben. Wir gucken mal, was für Quests überall rumliegen, ne? Einfach mal eine Bestandsaufnahme, was die Leute wollen. Oftmals bedeuten die Questfahnen ja auch, dass wir etwas schon fertig haben. Was wir hier zum Beispiel, Sibylle. Guten Abend. Hallo. Was macht ihr zwei denn so? Trixie hat da ein interessantes Gerücht gehört. Soll ich sie erzählen? Klar, ich weihe dich gerne ein. Bist du neugierig geworden? Ja, wenn du es wirklich wissen willst, verrate ich es auf jeden Fall. Also pass auf, ich habe gehört, wenn man nachts im Schulschwimmbecken einen riesigen Spritzer sieht, sogar dann, wenn jemand im Wasser ist. Mysteriös, oder? Mir kommt das gar nicht so mysteriös vor. Hey, so seltsam. Aber jetzt, da du Bescheid weißt, untersuchst du das doch für mich, oder? Klar, Moment, was? Ich bin mir sicher, dass der Sportlehrer etwas darüber weiß. Soll es ihn mal fragen? Sieht aus, als sei unsere Mithilfe schon eine ausgemachte Sache. Na gut, gehen wir tagsüber mal zum Schwimmbecken. Warum tagsüber? Ich dachte jetzt nachts. Wir haben gerade aktuell Nacht wegen Disco Dieter, aber generell muss ich ja nachts mal gucken wegen weiteren Aufgaben. Wo ich am wenigsten gemacht habe, also Schwalbing habe ich auch wenig gemacht, aber da gibt es auch wenig. Ja, das ist Bahnhofsviertel, ne? Und jetzt in jede Ecke, oder ich gucke nochmal ganz kurz, wenn wir durch einen Tunnel gehen. An den Park. Einfach mal Quests annehmen, gucken, was geht. Ich meine, wir haben ja viele Yokai bekommen, ne? Im Laufe der Parts jetzt schon. Wo ist hier noch einer? Was machst du denn da? Würde mir wieder irgendein Item geben, Wamsel. Wir haben seine andere Version gefunden in dem Bürogebäude, ne? Ich bin ein Schild.
Ein Schild. Ein Schild, habe ich gesagt. Oh, komm schon, wie oft muss ich noch sagen, ich bin ein Schild. Wamsel und Möter wollen kämpfen, sehe ich das richtig? Ich hoffe, das hat gesessen. Dafür gibt es eine Hühnerkeule. Also ich schätze, du hast es dir verdient. Direkt zurück zum Disco-Dieter. Ja. Das ist schon, das ist in Ordnung. Wir haben auch schon so manche Quests gemacht, ne? Also ist ja nicht unendlich, der Schinken. Könnte den Eindruck gewinnen in Yo-Kai Watch 2 mit mehr Locations und auch Vergangenheit. Ja, in Yo-Kai Watch 2 reist man in die Vergangenheit, wer Bock hat. Ne? Da ist jetzt kein Again geplant, weil es gibt kein Switch Remaster oder so. Da könnt ihr gerne meinen 3DS Let's Play angucken. Wer nicht genug bekommen kann. Ich kann mir vorstellen, die meisten von euch kennen es ja. Aber so mancher kennt es noch nicht. Wo ist denn... Ich muss mal ganz dumm fragen, ne? Ich laufe hier herum, als wüsste ich nicht Bescheid. Scheinbar weiß ich auch nicht Bescheid. Hier ist der Eingang zum Bahnhof. Manchmal suche ich mich dumm und dämlich. Da hätten wir noch eine Flagge. Es ist wirklich seltsam. Wir bekommen in letzter Zeit andauernd Beschwerden. Die Fahrgäste sagen, dass sie kein Mobilfunksignal bekommen. Aber wenn ich es überprüfe, dann ist immer alles in Ordnung. Es gab hier doch so viele Beschwerden, dass irgendwas faul sein muss. Meinst du, du könntest für mich ein paar Fahrgäste befragen? Danke, das wäre eine große Hilfe. Versuche ein paar Leute am Bahnhof anzusprechen und höre, was sie sagen. Energieleckerli. Ach ja, das ist dieser andere. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der Gelbe. Handyempfang? Vergiss es. Hier bekommt man keine Verbindung. Sind vielleicht Bauarbeiten im Gange? Es scheint wirklich schwer zu sein, hier Empfang zu bekommen. Aber wir brauchen noch mehr Daten. Lass uns mit mehr Leuten reden. Aha, ich wusste gar nicht, dass Yo-Kai Watch in Deutschland spielt. Ich hätte wenigstens kurz ein Drittel eines Balkens. Und jetzt nichts. Da habe ich hier heute schon wieder kein Netz. Zum 10. Mal. Es scheint wirklich schwer zu sein, hier Empfang zu bekommen. Aber wir brauchen noch mehr Daten. Lass uns mit mehr Leuten reden. Daten. Ich bekomme keinen Empfang. Null, nichts. Was geht denn hier vor sich? Tut mir leid, ich weiß nicht, warum ich das so anschreie. Ich brauche das. Es scheint wirklich schwer zu sein, Empfang zu bekommen. Gerade vor ein paar Minuten kam eine neue Beschwerde rein. Alle wollen, dass wir irgendwas gegen den schlechten Empfang hier tun. Ich frage mich, was das Problem ist. Vielleicht eine Art Funkstörung? Es scheint, als sei es nachts viel schwerer, die Verbindung herzustellen. Was ist die Ursache dafür? Lass uns doch weiter im Bahnhof suchen. Da ist er. Genau dich meine ich. Gibst du auf oder musst du im Kampf besiegt werden? Spansel. Ich wusste doch ähnlich wie Wamsel. Lecker! Hier ist es wie bei einem Energiebuffet. Ich liebe es. Er benimmt sich, als sei das hier nur eine bunte Mischung aus Signalen. Genau, schöne Wortwahl. Du musst wirklich schlau sein. Meinst du? Nun ja, ich bin ziemlich scharfsinnig, wenn es um... Moment mal! Schmier mir keinen Honig ums Maul, sowas macht man mit Butlern nicht. Der Honig ums Maul. Eins, zwei, drei. Immerhin dauern die Kämpfe jetzt nicht mehr besonders lange. Wir haben aber auch nicht wirklich was davon. Gibt noch mehr von denen. Signala Bim ist die Weiterentwicklung. Würde fast noch besser passen, vom Wort her einfach. Signal. Spansel ist nur ein bisschen angespannt. Ja, volle Balken. Mobilfunksignale sind so lecker. Du! Hör auf, die Mobilfunksignale durcheinander zu bringen. Was? Warum soll ich aufhören? Ich liebe alle Arten von Energie. Wollt ihr mich aufhalten? Mhm. Eins, zwei... Wunderschön.
Ah, da hat er die Pose genommen, ne? Da hat der Gilgaros seine neue Pose angewendet. Um auch mal darauf zu achten. Als ob. Als ob! Hab ich den schon mal übersehen oder ist der nur nachts da? Nee, ist ja Quatsch. Und jetzt? Ah. Wie soll ich denn jetzt meinen Freund treffen? Geht nicht mehr ohne Handy, ne? Ich sag's euch, vor dem Jahr 2000 war es auch unmöglich. Da konnten sich die Leute gar nicht... Die konnten sich keiner treffen. Und deswegen, weiß ich nicht, ist damals die Population noch immer niedriger geworden, weil es war ja nicht mehr möglich, ohne Handyempfang, dass man seine Freunde irgendwie treffen konnte. Juhu, Radiowellen in meinem Bauch. Hör zu, Leute verbringen hier viel Zeit. Sie brauchen verlässlichen Empfang. Bitte unterlasse deine Handlung und verlasse diesen Ort jetzt. Sei still, du. Meine Freunde und ich tun, was wir wollen, wann immer wir es wollen. Eigentlich sind wir ziemlich parteiisch, oder? Whisper und ich ergreifen Partei. Die einen wollen empfangen, die anderen wollen was Gutes essen. Wir verweigern den Spanseln einfach ihre genüssliche Mahlzeit. Ja, aber ich meine das ernst, ne? Also manche Kids, für die heutzutage WhatsApp oder, weiß ich nicht, Social Medias selbstverständlich sind. Ich sag euch mal eins. Ich wusste in meiner Schulzeit oft gar nicht, wie die meisten meiner Mitschüler mit Nachnamen heißen. Da gab es kein Facebook. Ich glaube, es habe ich. Viele habe ich halt erst durch Facebook oder wer kennt wen kennengelernt vom Nachnamen her. Ach, der und die heißt so und so. Nur mal als ein Beispiel. Ich glaube, wir haben uns jetzt alle Spansel im Bahnhof entledigt. Gehen wir zum Bahnhofsangestellten, der wird sich bestimmt freuen. Dass wir die Quest abgeschlossen haben. Ja, ja. Vielleicht rufe ich morgen mal den Reparaturservice an. Hä? Jetzt ist alles in Ordnung. Ich verstehe das nicht wirklich, aber das Problem hat sich wohl selbst gelöst. Naja, das ist gut. Weißt du, ich denke oft über dieses Problem nach. Wenn wir Yokai aufhalten und ein Problem lösen, ist es schwer zu erklären. Ich denke, wir tun einfach weiter so, als würden wir einfach herumwursteln. Und ganz in diesem Sinne scheint unsere Arbeit hier getan zu sein. Ja, Hauptsache Problem ist erledigt. Nee, aber früher, ne, du musstest auch, ne, das wäre schlimm, wenn du früher zu einem Freund wolltest oder musstest zu Hause anrufen oder so. Keine Ahnung, gingen ja immer die Eltern ans Festnetztelefon, ne? Telefon hatten wir damals. Dann musst du auch fragen, ist der Dings und Dings da? Ja, Moment. Das war schon unangenehm. War das der Checkpot? Alter, der Checkpot. Checkpoint. Gut, am Bahnhof ist nachts nicht noch mehr zu erledigen. Ja, es kann ja auch sein, dass in irgendwelchen Gebäuden Quests drin sind. Manche gehen ja auch nur nachts zu betreten, ne? Wie dieses Café. Guck mal, die Schneefee. Wie lange singt der denn noch? Ich will nach Hause. Was ist los? Mein Kumpel hat sich das Mikro geschnappt und hört nicht auf zu singen. Ich will nach Hause, aber er fährt, also sitze ich hier fest. Ich verstehe. Der Typ da mit der Brille singt wirklich aus voller Kehle. Ich wusste nicht mal, dass er gerne singt. Meinst du könntest helfen? Wirklich? Toll. Vielleicht hört er auf dich. Ich weiß nicht, ob er aufhört zu singen, aber wir sollten mit ihm sprechen. Zu lang gesungen begonnen. Eine Marionette deiner Liebe. Oh. Er scheint Spaß zu haben. Verzeihung, mein Herr. Aber kein Mann kann an Fäden leben. Oh, ja, 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 ja. Er ist in seiner eigenen kleinen Welt. Warte mal, Letzte Markus. Ich spüre eine Yokai-Aura. Dieser Mann ist beseelt. Ein Yokai ist irgendwo mit uns hier drin. Finden wir ihn. Komm mal an den dran, ist die Frage. Ja. Albernd oder Lalalal? Ich glaube, Lalalal passt besser. Albernd ist nur ein bisschen witzig und Lalalal bringt dich dazu zu singen, ja. Singen und andere zum Singen zu bringen ist so ein schönes Gefühl. Was willst du? Willst du meine Freude dämpfen? Als ob das schon alles ist. One. Two. Wie elegant die auch fallen, ne?
three. One, two, three. Dee, 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 dee. Okidoki. Aua, mein Hals tut weh. Ja, wenn man so viel singt, strapaziert man natürlich seine Kehle. Oder beim Let's Playen. Mit Stimmen verstellen. Singen ist aber für mich tabu. Ich glaube, er ist fertig. Sprech mal mit seinem müden Freund. Endlich hat er das Mikro weggelegt. Meine Güte, seine Stimme ist schlimm. Aber danke, jetzt kann ich endlich nach Hause. Das war's schon, guck mal. Gar nicht mehr dahinter. Ah, die Frau hinterm Tresen sieht ein bisschen aus wie der eine Yokai, ne? Zufall? Ich denke nicht. Alles auf Abwehr, das ist auch so ein Item, das wir benutzen können, oder? Nee, das ist Wesenveränderung. Danke. Ich kann nichts mehr essen. Geh nach Hause, Junge. Finde ich echt Panne, Leute, die in der Bar einschlafen oder so. Naja, wer weiß, was die durchmachen. Bremerviertel, Waldesruh-Siedlung. Bei Nacht. Ja gut, hier waren wir ja, das hatten wir das mit den Katzen und so. Deswegen ist hier vermutlich nicht viel. Wenn wir nicht viel mehr Fahnen sehen, könnte ich versuchen, auf den Tag zu switchen und dann nicht nur nach Fahnen zu suchen, sondern auch diese Schwimmbad-Geschichte anzugehen. Na komm, machen wir das. Aber generell ist nachts ein bisschen weniger los. Kann das sein? An Quests. Ich meine, wir haben ja immer mal uns um Quests gekümmert, ne? Diesmal waren wir nicht so untätig. Haben die ja auf dem 3DS 2016 relativ links liegen lassen. Und dann bis zum Ende, da haben wir so 5-6 Parts gemacht, wo wir uns nochmal drum gekümmert haben. Und jetzt haben wir gar nicht so viel übrig, um uns 5-6 Parts um Nebenquests zu kümmern, weil wir viele schon erledigt haben. Aber ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist, ne? Irgendwelche Quests, wo wir spezifische Yokai brauchen, die werde ich nicht alle machen. Weil das wird mir... ja, weil Yokai an Freunden ist dann halt auch wieder so ein Thema für sich. Wo ist denn das Schulschwimmbad? Das ist, um ehrlich zu sein, habe ich vorhin auch schon überlegt, so, hä? Das Schulschwimmbad. Wo in der Schule ist ein Schwimmbad, verdammte Axt? Oder ist es ein separates Gebäude? Soll er mit dem Hausmeister reden? Das ist nicht im Rektorzimmer oder im Lehrerzimmer. Ach, das da vorne soll das sein. Das ist Schwimmbad. Ich habe mich noch nie gefragt, was das Gebäude ist. Weil ich auch nicht weiß, wie ich da hinkomme. Oh, du kommst da nicht hoch. Ja, da ist ein Pool. Ein Schulschwimmbad. Da geht's rein. Oh mein Gott. Noch nie hier gewesen. Das ist einfach die Sporthalle, Mann. Es ist wirklich etwas seltsam hier drin, aber wir spielen weiter. I believe I was never here. Kann ich mir nicht vorstellen. Hornboxer. Ey, ist es von Zangenzahn irgendwie so eine Form oder Vorentwicklung oder was? Es gibt Menschen, die mich sehen können. Du musst ziemlich mächtig sein. Ich schätze mich glücklich, einen Menschen wie dich zu treffen. Nimm dies. Zweitbeste Fleisch. Hinter dem Marmorisierten. Warum wird man denn hier nicht mal hingeschickt, so in der Story? Keine Ahnung. Auch nicht im zweiten Teil oder so. Das ist ja der Wahnsinn. Im dritten Teil ist man eh nicht mehr in Lenzhausen. Da geht's zum Schwimmbad, aber ich gucke mich noch mal ein bisschen um. Ja gut, mehr gibt's hier nicht. Trotzdem. Trotzdem ein schöner Ort. Die hat ein Problem, aber du hast bestimmt mit anderen Quests zu tun. Tut mir leid, der Schwimmunterricht fällt heute aus. Irgendein Witzbold hat Fische in mein Schwimmbecken ausgesetzt. Bis die Fische nicht raus sind, kann keiner schwimmen.
Ich verstehe. Das mysteriöse Platschen hatte mit den Fischen zu tun, aber würde den Fisch im Schwimmbecken aussetzen. So eine Art Streich spielt man am besten nachts, dann kommen wir wieder. Vor allen Dingen, das Schwimmbecken ist doch voller Chlor und so, das wird gar nicht gut für Fische sein. Mit etwas Glück erhalten wir einen Hinweis darauf, was hier vor sich geht. Ich möchte ins Schwimmbecken, aber... Ich frag mich, warum das Mädchen partout nicht ins Schwimmbecken will. Hallo, ich schaue gerade einfach nur herum. Ich kann gut schwimmen, aber ich habe Angst. Sobald ich ins Wasser gehe, zieht sich was an meinem Bein. Kennst du das Schulmysterium, bei dem man unter Wasser gezogen wird? Ich hatte einen Freund, der fast ertrunken ist. Das ist gruselig. Ich muss keine Angst haben, weil ich nicht schwimme, aber... Ich wünschte, was auch immer da draußen ist, würde einfach verschwinden. Ich will doch nur schwimmen gehen. Dafür scheint eher ein Joker als Geist verantwortlich zu sein. Schauen wir mal, ob wir behilflich sein können. Du willst mir helfen, das komische Ding loszuwerden? Ich frage mich, ob es jetzt gerade im Schwimmbecken ist. Viel Glück. Das Radar scheint nichts aufzuzeichnen. Oh, weißt du, was ich gerade gehört habe? Am Weltsweiher auf dem Waldbeck werden Leute unter Wasser gezogen. Ein Mann dort hat beim Angeln gespürt, wie dort etwas seine Füße angefasst hat. Er angelt immer zur Mittagszeit dort oben am Weltsweiher. Da soll ich jetzt gucken, nicht hier. Ja, gut. Dann mache ich diese zwei Quests gerade gleichzeitig. Ey, was mir auch einfällt, ne? Ein bisschen viral geht es ab und zu, wenn Leute in eine Zoohandlung gehen und kaufen sich irgendwelche Fische, Tiere, Weltsweier, das ist ja... Ja, komm, ich laufe einfach. Ich habe das gesehen mit irgendwelchen Krabben, die werden ja oft einfach gekauft zum verfüttert werden, gibt es dann in einer kleinen Plastikbox und da gibt es diese TikTok-Videos, wie die an der Kasse diese Plastikbox mit so einer kleinen Krabbe bezahlen. Und die laufen dann zu irgendeinem See oder Teich und setzen die da aus. Und ich sage euch ganz ehrlich, gemessen daran, wie sehr die gefeiert werden, ne, dafür, dass die diese armen, eingesperrten Tiere, die verfüttert werden sollen, in die Freiheit lassen, das ist keine gute Idee. Ich kann es euch aus dem Stegreif auch nicht beantworten, was für ein Fisch oder Wasserwesen, ne, ob das Salzwasser ist oder Süßwasser, also ob es ins Meer gehört oder in den Teich und generell, ne, feiern so viele, oh, hast du richtig gemacht, du kommst im Himmel und so, aber eigentlich, ob du jetzt die Krabbe vernünftig an dein Haustier verfütterst oder eben dem nächstbesten Fisch im Teich gibst oder das geht kaputt, weil es entweder Süß- oder Salzwasser braucht und das Gegenteil bekommt, ich weiß es nicht so recht, ne, aber... Keine Ahnung, in dem Video, was ich gesehen habe, hat er halt auch an so einem Tümpel dann diese Plastikbox aufgemacht und die Krabbe ist halt rausgefallen und ist einfach auf die Seite gefallen, auf den Rücken, weil das nicht mal laufen kann. Ne? Die dürstet es leider gar nicht nach Freiheit, die ist damit überfordert, beziehungsweise nicht unbedingt glücklich und wird auch nicht lange leben. Da gibt es halt keine. Manche werden halt zum Verfüttern gezüchtet. Was willst du dagegen machen, ne? TikTok-Views und Ruhm abstauben von Kindern, die halt nicht verstehen, dass es gar keine ideale Idee ist. Oder was sagt ihr dazu? Lieg ich da falsch? Du weißt doch nicht. Ich weiß auch nicht, was so eine Krabbe... Ich glaube, die braucht kein Salzwasser, aber trotzdem... Die überlebt auch nicht lange in irgendeinem Tümpel. Heute ist ein schlechter Tag. Nichts gefangen, in den See gefallen. Das scheint der Mann zu sein, den wir suchen, meinst du nicht? Ich wusste nicht, dass er so durchnässt sein würde. Was wohl passiert ist, sprech mal mit ihm und finden es heraus. Komm nicht zu nahe, Kind. Am Ende fällst du auch noch in den See. Ich habe etwas in meinem Bein gespürt, ein Platsch. Ich war klitschnass. Das ist schon mal passiert, aber ich weiß nicht wie oder warum. Ein bisschen gruselig, findest du nicht? Aber nicht gruselig genug, um mich vom Angeln abzuhalten. Angeln ist seine Leidenschaft, aber er scheint nicht sehr gut darin zu sein. Lass uns trotzdem den gruseligen Übeltäter finden, der an Beinen zieht. Der Übeltäter ist in der Nähe. Ich spüre es. Schnell, die Yokai-Linse! Schon hier? Aha, ich hatte auf Wanderkappa gehofft, aber das ist Nascha? Warum der? Nee, Sabba. Das ist eine andere Version von ihm. Ihr habt mich gefunden. Wie? Du, Beinzieher. So ein Ärger, ich wurde entdeckt, wagt es nicht, mich aufzuhalten. Warum sollte der denn im Wasser an den Beinen ziehen? Sabba steht auf Menschenfleisch. So dicke Kleidung an.
Habt ihr das gesehen, wie hoch die Beine waren, nachdem er rückwärts umgefallen ist? Warum nervt ihr mich denn so? Deinetwegen haben die Kinder jetzt Angst, schwimmen zu gehen. Warum würde man Leuten denn solche Streiche spielen? Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, eines der Schulmysterien zu sein? Ich muss mit Geistern und sich nachts selbst spielende Klavieren mithalten. Ich war total eifersüchtig, weil niemand Gerüchte über mich verbreitet hat. Deshalb habe ich den Leuten Streiche gespielt, damit sie über mich reden. Jemand hätte ernsthaft verletzt werden können. Du musst sofort aufhören. Ich weiß, du hast recht. Ich mach's nicht mehr, ich verspreche's. Okay, puh. Dann ist ja jetzt alles in Ordnung, oder? Und jetzt erzählen wir es dem Mädchen am Schwimmbecken. Wir haben schon ein ganz schönes Hin- und Hergelaufen hier, ne? Wir haben ein ganz schönes Hin- und Hergelaufen hier. Wir müssen auch noch nachts hin und so weiter. Aber machen wir erstmal das Mädchen fertig. Ja, so viel kürzt das jetzt nicht ab. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, ne, zu dem, was ich eben gesagt habe, es ist ja gut, wenn man helfen will und so. Wirklich. Aber, tja, viele machen das einfach nur für Social Media Anerkennung und weiß ich nicht. Ich meine, es ist nichts dagegen, wenn man das filmt, aber es gibt bestimmt auch gute. Aber man weiß es halt nicht und manchmal ist es gar nicht förderlich, sondern soll nur gut aussehen. Es gibt ja auch ein ganz, ganz schlimmes Ding auf YouTube, weniger auf TikTok, sondern auf YouTube. Und zwar, wenn die kleine und strubbelige oder abgemagerte Katzen finden, die in Rohren oder so gefangen sind und schreien um Hilfe. Und dann wird gezeigt, wie die Katzen retten und aufpäppeln und sauber machen. Und da werden die so dafür gelobt. Und wisst ihr, wie es manchmal, ich kann jetzt nicht verallgemeinern, aber wisst ihr, was hinter Teilen dieser Videos die Wahrheit ist? Die tun diese Katzen absichtlich abmagern lassen, dreckig machen und in diese Rohre stecken. Oder wo auch immer die gefangen sind, irgendwelchen Gullis. Damit die ein Video machen können, wie sie die retten. Versteht ihr? Es gibt welche, wie gesagt, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber es gibt auch welche, die sind inszeniert. Damit das eben so gut rüberkommt. Ne? Und deswegen finde ich es nicht gut, wenn es automatisch so hochgejubelt wird, geschweige denn Klicks bekommt. Finde ich nicht gut. Ne? Es war also tatsächlich ein Yokai? Was? Woher weißt du das denn? Ich weiß nicht, ob ich dir glaube, aber ich kann jetzt schwimmen. Danke! Ich will auch schwimmen! Eines Tages zeige ich dir, wie elegant ich schwimmen kann. Kannst du so tun, als würdest du schwimmen, Whisper. Mist, ja, aber das muss einfach mal gesagt werden, ne? Mach ich euch wieder den Erzähler-Mark aus dem Wandelstein. Was ist das für ein Item? Mach ich euch wieder den Moralapostel. Nee, sowas mach ich ja nicht. Bingo! Dasselbe haben wir heute schon den Checkpoint gesehen. Das Mädchen ist weg. Mal gucken, was das Item ist. Wo ist denn das Item? Welche Kategorie ist denn das? Da. Oh, was? Nur für Rang D und E. Aber ich habe halt kurz gestockt, weil es halt nur Pluspunkte bringt. Das ist halt schon... Das sieht episch aus. Okidoki. Machen wir weiter mit den Schwimmbadgeschichten. Ich würde das sehr gerne zu einer runden Sache machen und einmal pennen gehen. Das könnte ich natürlich im Immerdamarkt teleportieren. Ich glaube, es geht tatsächlich trotzdem noch schneller zu laufen, denn wir sind dann direkt oben. Einer mal einen Timer stellen, was schneller geht, ne? Aber auf die Sekunden kommt es dann auch wieder nicht an. So, bis in die Nacht. Es hat albern. Wir nehmen nachts die Quest an.
müssen tagsüber mit dem Hausmeister sprechen, herausfinden, dass es sich um Fische handelt, die nachts reingeschmissen werden, nur um dann nachts nochmal hinzugehen und die Fische zu, weiß ich nicht, müssen wir die vielleicht angeln, das wäre cool. Das wäre halt mal was Spezifisches. Ja, ja, ja. Gruselig nachts in der Schule. Was machen Sie hier? Nichts. Ich bin nur hier, um etwas zu holen, das ich vergessen habe. Irgendwas ist hier faul. Aber diesem Kind ist wirklich nichts Außergewöhnliches. Wir sollten morgen nochmal wiederkommen. Also ist hier jetzt gar nichts. Haben wir das Kind also auf frischer Tat ertappt? Sag mal, wie oft soll man für diese Quest denn noch schlafen gehen? Ja. Wir haben ihn jetzt quasi gehindert. Vermutlich. Weil er jetzt weiß, dass wir ihn gesehen haben, traut er sich nicht mehr, die Fische reinzusetzen und wird es nicht wieder tun. Okay, vielleicht. Pero. Das ist ja wohl die größte Übertreibung an diesem Tageswechsel, die ich bisher gesehen habe in den Questerinos. Aber man kann das eventuell auch ein bisschen mehr im Spielfluss lösen, wisst ihr? Nur dann vergesse ich oftmals. Ich kann ja nicht an jede Quest immer denken. So viel Gehirnjogging habe ich nicht gespielt. Jetzt ist alles in Butter, nehme ich an. Oder müssen wir uns nochmal zweimal schlafen legen? So, der Hausmeister ist wieder da. Fischt er denn mittendrin? Das konnte ich ja noch gar nicht rauslesen. Fischt der Hausmeister immer wieder die Fische raus dann, oder was? Tut mir leid, aber der Schwimmunterricht fällt wieder aus. Wer macht sowas bloß? Wir sind immer wieder Fische im Becken. So können wir es doch nicht benutzen. Ich wette, diese Typen waren es. Diese Typen haben bei Omas Süßkram so viel Geld ausgegeben. Sie waren es. Hast du das gehört? Unsere einzige Spur scheint zu Omas Süßkram zu führen. Wo ist das? Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder und machen da die Quest weiter und noch mehr Quests, denn ich muss erstmal suchen, wo das sein soll. Omas Süßkram. Danke, dass ihr heute dabei gewesen seid und ja, ich habe die Turnhalle gesehen vor Yokai Watch, ne, zum ersten Mal. Bis dann und ciao!